Hallihallo, liebe Leute, und willkommen nach langer Zeit mal wieder zu einem neuen Part der Spiele aus meiner Vergangenheit. Heute spielen wir das Spiel The Sword of Hope, oder wie es im Japanischen auch genannt wird, Selection, Erabarashi no Mono. Was in etwa durch Google Translator übersetzt wird wie auserwählte Dinge? Warum man immer auch in Japan so einen Titel gewählt hat, man weiß es nicht. Deswegen hat man für den Westen einen ganz anderen Titel genommen. Ja, um genau zu sein, muss man sagen, dieses Spiel ist eines der sehr frühen Gameboy-Spiele, die ich kennengelernt habe. Und ich muss dazu sagen, ja, es gehörte zu den Spielen, die sehr viel Text haben. Und ich hatte es damals in der US-Version, sprich komplett mit englischem Text. Hier in diesem Fall spielen wir aber die offiziell auf Deutsch übersetzte Version. Ja, die hatte ich damals nicht. Sprich, ihr könnt euch gut vorstellen, dass ich als junges Kind im Alter von 6-7 Jahren mit diesem Spiel nicht viel anfangen konnte. Man muss auch dazu sagen, man kann es sozusagen als allererstes RPG zählen, mit dem ich in Berührung kam. Aber ich zähle es nicht mit unter, weil ich in diesem Spiel damals einfach nicht wirklich durchgestiegen bin. Einfach weil zu viel englische Texte und ich wirklich gar nichts verstanden habe. Erst Jahre später habe ich ein bisschen mehr verstanden und auch mich mal ein bisschen mehr versucht, in dieses Spiel durchzufinden. Es ist halt so eines der Spiele, ja, die sehr textlastig sind, logischerweise. Es ist quasi eine Mischung aus, man kann sagen, Adventure und RPG, aber das werdet ihr gleich sehen, wie das denn etwa aufgebaut ist. Ja, wie kam es dazu, dass ich das Spiel überhaupt auf Englisch bekam? Nun, es war so, dass bei meiner Tante jemand von ihrem Bekanntenkreis jemand Gameboy-Spiele abgegeben hat. Darunter war auch dieses Spiel in der US-Version, mitunter noch andere Spiele wie Elevator Action und ich hatte sogar Bubble Bubble in der japanischen Version. Mit japanischer Anleitung, die ich natürlich auch nicht lesen konnte damals. Die ich leider nicht mehr besitze, aber ja, es ist halt so ein Stück Erinnerung, was noch im Kopf geblieben ist. Aber gut. Ich denke mal, ihr wollt wissen, was es mit diesem Spiel hier überhaupt auf sich hat, beziehungsweise was man in diesem Spiel überhaupt machen muss. Auf jeden Fall haltet euch schon mal fest, beziehungsweise holt euch schon mal eine Tüte Popcorn, weil am Anfang hat man sehr viel Story, was hier gleich erzählt wird. Deswegen, ja, macht euch schon mal bequem. Gut, ohne weitere Umschweife würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt an. Hier ist die Legende von jemandem, der durch das Schicksal ausersehen wurde, die drohende Finsternis zu besiegen und dem Königreich das Licht zurückzubringen. Einst lebte ein tapferer König, der das Land Rikara in Frieden regierte. Aber eines Tages wurde er von einem bösen Drachen überwältigt. Dieser Drache wurde früher durch den Zauber eines Schwertes, das in das Herz eines Bildes des Drachen gestochen war, gebannt. Aber das Biest konnte die Seele des Königs mit Visionen von Macht und Weisheit vergiften und so die bösen Kräfte seiner Seele wecken. In Kürze hatte der Drache völlig die Kontrolle über den König gewonnen. Der besessene König wurde dann gezwungen, das Schwert aus dem uralten Bildnis zu reißen. Und als er das tat, breitete sich Finsternis über das ganze Land. Das Land ging dem Untergang entgegen, während die Angst der Bevölkerung wuchs. Der Drachen rief die böse Kraft Mammon an und verlangte, dass sie die Menschen in Bäume verwandeln sollte. Es herrschte Finsternis im ganzen Lande, aber es gab einen Strahl der Hoffnung, die Geburt des Prinzen Theo. Der König wurde sehr böse auf seinen Sohn, weil dieser auf dem linken Arm ein Muttermal in der Form eines Dolches hatte. Dieses Omen brachte den König zur Raserei, bis der König eines Tages schließlich das Schwert zog, um seinen eigenen Sohn zu töten. Ein mutiger Knecht namens Pascal sprang dazwischen und rettete den Prinz Theo unter Einsatz seines eigenen Lebens. Pascal floh dann mit Prinz Theo in den Wald. Glücklicherweise lebten damals drei mächtige Zauberer, die um der Ausbreitung des Bösen Einhalt zu gebieten. Der König samt seines Schlosses unter der Erdoberfläche verbargen. Einer dieser Zauberer holte sich das Schwert der Hoffnung, das aus dem Bildnis gezogen worden war, zurück. Dann haben sich diese drei Zauberer hinter fest verschlossenen
Toren in Sicherheit gebracht. Zeit ist vergangen. Die Zeiten haben sich geändert. Hier und jetzt wartete eine Mission größter Dringlichkeit auf dich. Und somit startet auch direkt das Spiel. Wir werden natürlich von einem alten Mann begrüßt. Theo, du bist jetzt groß genug, um allein leben zu können. Hör gut zu. Finsternis beherrscht dieses Land und hat seine Menschen in Bäume verwandelt. Wir sind sozusagen in einem großen Wald jetzt groß geworden. Nur einer aus dem königlichen Geschlecht kann den König aus der Finsternis erretten. Nur du. Einer der drei Zauberer hat das Schwert der Hoffnung. Mit diesem Schwert kannst du die Finsternis bezwingen. Sie haben die Tore zu ihren Ländern fest verschlossen und versucht, dir die Schlüssel mit Tauben zu senden. Leider wurden diese Tauben von Schergen der Finsternis abgefangen, damit du nicht zum Ziel kommst. Theo, deine Reise wird beschwerlich werden, aber du musst das Schwert der Hoffnung finden, was es auch kosten möge. Wenn du müde bist, gebrauche Warp, um Schaman zu besuchen. Das heißt, seine Kristallkugel offenbart die Wahrheit. Du kannst seiner Nachricht zuhören und in Frieden ruhen. Ich wollte aber noch nicht sterben. Mach dich jetzt fertig für die Reise. Viel Glück! Du trägst die Kupferrüstung und das Schwert Probite oder Probite. Du bringst weißes Mehl, Kräuter und ein Zauberbuch mit. Nun kannst du dich auf die Reise machen. Ja, soweit so gut. Wir wurden für die Reise gerüstet. Wir müssen das Schwert der Hoffnung finden, um sozusagen, ja, die Finsternis zu bezwingen. Ja, wie ihr seht, das Spiel ist ziemlich einfach aufgebaut, quasi in Form, ja, eines alten, Adventure-Spiel. Also wenn ihr die Spiele Shadowgate oder Déjà Vu kennt, werdet ihr dieses System wieder erkennen. Was auch nicht verwunderlich ist, weil das Spiel von denselben Entwicklern ist. Ja, wir können einfache Dinge wie sehen, wir können uns quasi umsehen im Raum. Hier ist der Raum mit den Erinnerungen an die 15 Jahre, die du mit Gula verbracht hast. Oder wir können Gula einfach mal ansehen. Gula beginnt zu dir zu sprechen. Oh, Prinz Theo. Nur du kannst die Welt vom Bösen erretten. Auch wenn es schwer sein wird, finde das Schwert der Hoffnung. Setze alles in deiner Macht Stehende daran. Ich freue mich schon darauf, es zu bekommen. Ist nur die Frage, ob ich es dir geben will. Gut, was können wir noch? Wir können etwas sozusagen aufbrechen mit auf. Das ist ein bisschen komisch übersetzt. Einige Stellen sind hier sowieso ein bisschen fragwürdig übersetzt. Ich meine, wenn ihr oben die Leiste mal seht, NI, PF und MR. Also NI ist quasi das Level, was hier in Niveau übersetzt wurde. PF sind sozusagen die HP, also die Hitpoints, was hier in... Ich weiß es nicht, was das übersetzt sein soll, was man mit PF übersetzen soll. Also ins Deutsche jetzt wohl bemerkt. Ich habe jetzt keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. MR heißt wahrscheinlich Magieressourcen, Mana-Ressourcen. Also das wären die MP. Ich habe jetzt nicht im Kopf, ob das wirklich in den englischen MP waren, aber ich behaupte schon. Also wie es RPG-typisch halt war. Aber hier wüsste ich jetzt auch nicht, wie es ins Deutsche übersetzt sein soll. Aber jetzt wird uns, glaube ich, auch erklärt, spätestens nach ein paar Kämpfen. Deswegen werden wir das nochmal sehen. Ich meine schon, dass das so war. Gut, ja. Achso, ich kann gucken, ob ich was öffnen kann. Es will nicht aufgehen. Ja, wäre auch schön, wenn man den Raum öffnen könnte. Mal gucken, ob wir Gula öffnen können. Das brauchst du nicht machen. Du weißt doch schon, wie ich fühle. Da kann man jetzt vieles reininterpretieren. Lassen wir das. Gut, was passiert, wenn wir im Raum hauen? Du schlägst darauf. Nichts passiert. Cool. Was passiert, wenn ich Gula haue? Ich glaube, das wird er uns nicht sehr freundlich annehmen. Gong. Aber was machst du denn da? Ich habe dich nicht aufgezogen, um so ein Mensch zu werden. Ich wollte mal gucken, was passiert. So, was haben wir denn alles für Dinge? Wir haben Brot, wir haben Droge, wir haben Buch. Ich kann euch auf jeden Fall aus der englischen Version sagen, dass hier eigentlich Weed stehen würde, was eigentlich
auch als Kräuter vorhin übersetzt wurde, aber hier hat man sich irgendwie gedacht, warum auch immer, wir übersetzen es als Droge. Sprich, wir nehmen in diesem Spiel Droge und es wurde so übersetzt und so verkauft. Es ist sozusagen das erste Spiel, in dem man tatsächlich Drogen zu sich nimmt. Wahrscheinlich ungewollt, dass man das so übersetzt hat, aber es ist in der Übersetzung so durchgekommen, warum auch immer. Das ist schon irgendwie amüsant. Ja, was haben wir denn hier überhaupt für ein Buch? Gucken wir uns das mal an. Du liest das Zauberbuch. Normale Zauberkunst. Warp. Das Kapitel Kampfzauber hast du noch nicht gelesen. Ja, dann mach es doch. Aber gucken wir mal, hier haben wir Warp. Damit können wir uns jederzeit zu ihm zurückwarpen. Das brauchen wir noch nicht. Wir haben Kraft, Schwert, Probite oder Probite, Rüstung, Kupfer, Schlagkraft 7 und Ausdauer 8. Aktivität 12 PS Zahl. Ist das ernsthaft die ist das ernsthaft die Geschwindigkeit, aber darunter steht ja Top Speed 20. Okay. Es ist ein bisschen merkwürdig übersetzt, wie schon gesagt. Um auf das nächsthöhere Niveau zu steigen, brauchst du 10 Punkte Erfahrung. Sehr schön. Gut, aber nichtsdestotrotz wollen wir uns auch ein bisschen bewegen. Wir haben die Möglichkeit, nach unten oder rechts zu gehen. Es ist also sehr eingeschränkt in diesem Spiel, wie man sich bewegen kann. Quasi so wie in Form eines Dungeon Crawlers. Nur nicht ganz so schlimm. So, gehen wir mal nach rechts. Hier ist ein leerer Raum. Hier ist die Mühle. Sehen wir uns mal um. Wand? Irgendetwas ist hier sonderbar. Uah, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nur eine einfache Wand. Ach, Theo, du bist ein Feigling. 15 Jahre und was hast du in den 15 Jahren gelernt? Nichts. Und was haben wir hier mit der Mühle? Das ist nur ein gewöhnlicher Mühlstein. Da ist nichts Besonderes dran. Was passiert, wenn ich es versuche aufzubrechen? Es ist unheimlich schwer. Du kannst es unmöglich bewegen. Kaputt hauen? Du schlägst darauf. Nichts passiert. Ihr könnt euch sehr gut vorstellen, wie ich als kleiner Junge wirklich mit diesem Spiel mit englischen Texten mich einfach dumm rumprobiert habe und im Prinzip wenig auf die Reihe gekriegt habe. Ich hätte damals die deutsche Version gehabt und kennengelernt. Könnt ihr euch sehr gut vorstellen. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, die Freiheit und eine neue Musik kennenzulernen. So, jetzt will ich mir mal die Tür ansehen. Eine große Holztür. Wir können sozusagen hier alles ansehen, alles versuchen aufzuschlagen. Es kommen jederzeit verschiedene Texte, also man kann in diesem Spiel so viel machen. Ich würde gerne in diesem Spiel versuchen, zum ersten Boss zu kommen. Ich werde jetzt hier so quasi versuchen, die Grundlagen des Spiels einmal ein bisschen näher zu bringen. Es ist halt sehr simpel, man kann halt viel machen. Und was passiert, wenn wir die Tür aufschlagen? Du öffnest die Tür vorn. Jetzt können wir theoretisch reingehen, hätte ich auch quasi gekonnt, ohne die Tür aufzuschlagen. Aber es ist halt, um zu zeigen, wir können auch Türen öffnen. So, aber wenn ich jetzt sozusagen nach rechts gehen würde, ihr seht diesen Punkt. Dieser Punkt bedeutet, wir werden zwangsweise einen Kampf kriegen, also einen Zufallskampf, der sozusagen auftauchen kann, wann er will oder wann nicht. Es gibt ja auch Zufallskämpfe, werdet ihr wahrscheinlich auch bald sehen. Aber wenn ich jetzt auf diesen Punkt gehe... Okay, es kommt wohl doch noch kein Kampf. Aber es passiert auf jeden Fall was. Oh, hat nicht gerade jemand deinen Namen gerufen? Prinz Theo, bitte höre unsere Geschichte an. Aber wenn du umherblickst, kannst du niemanden entdecken. Oder reden die Bäume etwa hier etwa? Wie ihr wisst, die Menschen wurden alle in Bäume verwandelt. Jetzt können Bäume reden. Ja, Kirby macht alles richtig mit Wispy Woods. Okay. Aber theoretisch müsste ich jetzt, wenn ich hier nach unten gehe, auf Kämpfe treffen. Aber wir wollen uns jetzt erstmal die Bäume ansehen. Wir können uns auch das Gras ansehen. Mal gucken, vielleicht ist da etwas. Aufgepasst! Da liegt etwas im Gras. Du starrst es an. Ist das nicht etwa ein Tier? Das Tier ist scheinbar weg. Aber gucken wir mal die Bäume an. Man hört den Baum flüstern. Prinz Theo! Die Mächte der Finsternis haben uns plötzlich in Bäume verwandelt. Wir sind schon so lange hier. Wir wissen nicht mehr, wie viel Zeit vergangen ist. Bitte hilft uns, unsere wirkliche Gestalt so schnell wie möglich zurückzugewinnen. Wir werden alles in unserer Macht tun, um dir zu helfen. Wenn du etwas wissen möchtest, dann hör nur zu, wir werden es dir sagen.
Ist ja nicht so, als hätte man 100.000 Bäume hier in diesem Spiel, die man befragen könnte. Aber gut, gehen wir mal weiter. Hier ist mal wieder eine Tür. Gehen wir doch mal rein. Dort steht ein in schwarzen Mantel gehüllter... Okay, dort steht in einen schwarzen Mantel gehüllt ein Schaman. Oder Sherman. Wie man es auch übersetzen mag oder sagen mag. Ich spreche ihn jetzt als Schaman aus. Das ist ja auch ein Schamane. Gut, lassen wir das. Kommen wir uns erstmal einen Raum um. Du bist in einem unheimlichen, schwach erleuchteten Raum. In einem Raum stinkt es... In den Raum stinkt es abscheulich. Oh, hast du hier Leichen begraben oder hast du 5 Jahre nicht geduscht? Der Schamane spricht. Ich bin allmächtig. Ich werde darum beten, dass dir deine Kräfte zurückgegeben werden. Wirst du mir dafür 5 Gold bezahlen? Ich bin leider pleite, tut mir leid. Geh nun und sei vorsichtig. Gut. Kann ich noch irgendwas mit dir machen? Ich schau mir mal seinen Kristall an. Schaman sagt, ich werde dir eine Nachricht von meiner Kristallkugel mitteilen. Du darfst sie nicht vergessen. Und das hier ist ein Passwort. Sozusagen, wenn wir das Spiel fortsetzen wollen, müssen wir uns diese Passwörter aufschreiben. Das Spiel hat nämlich eine Passwortfunktion. Es war noch eines der sehr frühen Gameboy-Spiele. In Japan erschien es auch im selben Jahr, wie der Gameboy erschien. Also sprich 89. Ja, da hatte man noch nicht die Lust, auf batteriegestützten Speicher zu setzen. Deswegen Passwortfunktion. Yay. Aber es ist zumindest nicht so lang. Hat aber trotzdem dafür beschissene Symbole. Was? Die Kristallkugel sagt, du hast eine gute Zukunft. Lass dich davon aber nicht einlullen. Sei vorsichtig. Wir werden auf deine Worte hören. Gut, Schaman, ich verlasse dich jetzt und wir erkunden mal weiter die Gegend. Aber... Ich wollte gerade sagen, was passiert eigentlich, wenn ich einen Baum haue? Gut, ich will euch jetzt aber auch meinen Kampf demonstrieren, deswegen gehe ich jetzt mal auf diesen Punkt. Ein Feind steht dir im Wege. Oh nein. Und nun sehen wir den Kampf eines klassischen Kampfsystems aller Dragon Quest. Ja, kann man quasi sehr stark damit vergleichen. Wir können kämpfen, wir können Magie einsetzen. Der Kampf bringt ja keine magischen Kräfte ein. Hier muss man natürlich auch erst lernen. Natürlich bringt Warp im Kampf nichts. Wir haben Dinge. Wir können sozusagen Brot, Droge oder Buch essen. Na gut, das Buch können wir nicht essen. Aber Brot und Droge können wir benutzen. Oder wir können Fliehen oder Autokampf einsetzen. Ich frage mich nur, was die Übersetzer sich bei diesen Gegnern gedacht haben. Weil in Englischen würden die Moss, also Motte, heißen. Und hier heißen sie Cougar. Warum? Egal. Greifen wir einfach mal die Viecher an. Cougar 1 greift an. Die Texte erinnern stark an Pokémon. Oder halt Dragon Quest. Es ist halt ein sehr altbackenes RPG. Cougar 1 spuckt giftiges Pulver hervor. Der Angriff macht Theo nichts aus. Cougar 2 greift an. Du wirst um einen Punkt geschädigt. Wir sind jetzt geschädigt. Wisst ihr Bescheid, Leute? Theo greift an. Cougar 1 ist um 3 Punkte geschädigt worden. Cougar 1 ist besiegt. Und noch ein Feind taucht auf. Und so geht der Kampf einfach mal weiter. Das passiert aber auch sehr selten, dass einfach mal Feinde weiter auftauchen können. Ich werde jetzt natürlich nicht alle Texte hier entsprechend vorlesen. Das war jetzt einfach nur, um zu zeigen, wie sie die Texte hier gemacht haben. Deswegen machen wir jetzt erstmal diese Cougars platt, um unseren ersten Kampf zu gewinnen. Yay, du erhältst 1 Gold. In dieser Schlacht hast du 4 Punkte Erfahrung gesammelt. Sehr schön. Natürlich wird uns das auch angezeigt, weil wir würden sonst vergessen, wie viele Erfahrungspunkte wir haben. Es gibt ja alte RPGs, wo das nicht so einfach eingeblendet werde, wie beispielsweise Dragon Quest, wo es quasi erst erfahrbar ist, wenn man da in der Kirche geht. Aber hier wird das quasi eingeblendet, wie viele Erfahrungspunkte man hat. Blöd ist nur, dass man trotzdem nicht weiß, wann man Level aufsteigt. Das muss man sozusagen erst herausfinden. So. Ich würde jetzt aber mal... Einfach mal just wovon ausprobieren, was passiert, wenn wir auf Bäume hauen. Wenn du an die Menschen, die in Bäume verwandelt wurdest, denkst. Nein, du kannst sie nicht überwinden. Ja, wenigstens ist er menschenfreundlich. Und jetzt kriegen wir auch einen Zusatzkampf, obwohl da kein Punkt war, wie ihr seht. Sprich, man kann nicht unbedingt immer feststellen, ob ein Kampf kommt oder nicht.
Deswegen muss man da einfach hoffen, dass man möglichst das Glück hat, nicht so viele Kämpfe abzukriegen, weil wenn die HP ausgehen oder die PF, wie es hier übersetzt wurde, dann sind wir natürlich tot. Wer hätte es gedacht? Das Gute ist natürlich, die Erfahrungspunkte und das alles behalten wir, wenn wir sterben. Aber natürlich werden wir dann zum Anfang zurückgesetzt. Hinter dem Tor liegt das Gebiet des Zauberers Martel. Dann schauen wir uns das Tor doch mal an. Dies ist ein robustes Tor mit Eisengittern. Es ist fest verschlossen. Da taucht ein Feind auf. Ich habe nur das Tor untersucht. Dummer Kuga. Darf ich nie mal in Ruhe ein Tor anglubschen, ohne von euch belästigt zu werden. Gut. Kann ich es denn aufmachen? Es will nicht aufgehen. Ohne Schlüssel kannst du hier nicht öffnen. Ja, dann müssen wir uns also einen Schlüssel suchen. Aber wir wissen ja, wir können uns mal die Bäume ansehen. Man hört den Baum flüstern. Hör zu, Prinz. Mit einiger Erfahrung kannst du die magischen Texte auch lesen. Das ist quasi der Hinweis auf das magische Buch. Aber das muss man auch herausfinden, wann das möglich ist. Ich meine, wir können mal kurz gucken. Wir können es wahrscheinlich immer noch nicht lesen. Du liest das Zauberbuch. Normale Zauberkunst. Warp. Das Kapitel Kampfzauber hast du noch nicht gelesen. Nee, noch sind wir nicht fähig dazu. Ja, ich wollte die Bäume nochmal ansehen. Man hört den Baum flüstern. Drei Zauberer haben das Land langer Zeit beschützt. Dann wurde das Schloss in Dunkelheit gehüllt. Aber die Zauberer haben es unter die Erde versinken lassen. Ein versunkenes Schloss. Etwas, das man auch aus anderen Spielen schon kennt. Gut, gehen wir in einen Kampf. Wenn du mir im Wege stehst, stehe ich dir auch im Wege. Und ich sollte gleich ein bisschen essen. Wir haben ja Brot. Okay, der Kuga ist schneller. Aber das Ding wollte uns nur vergiften. Wir sind um 17 Punkte gesünder. Ja. Die Übersetzung, die seinesgleichen sucht. Theos Schlagkraft nimmt um 4 Punkte ab, oh Gott. Theos Ausdauer nimmt um 4 Punkte ab. Die Wirkung des Giftes auf Theo hat nachgelassen. Das ging schnell. Okay, das sind zwar noch einfache Monster. Was ich auch noch sagen kann, was ich mir mal angesehen habe bei diesem Spiel. Das ist die einzige Kampfmusik, die ihr in diesem Spiel hören werdet. Kommt ein Boss, hört ihr diese Musik. Kommt der letzte Boss, hört ihr diese Musik. Also gewöhnt euch dran, wenn ihr dieses Spiel spielen solltet. Ihr werdet keine Musikabwechslung, was Kämpfe angeht, hier erwarten dürfen. Lediglich was Gebiete angeht, aber Kämpfe, m-m. Da gibt's nur diese tolle Musik. Welche irgendwann doch etwas anstrengend ist, meiner Meinung nach. Aber ja. Ich will diesen Kuga wenigstens noch besiegen. Sehr schön. Wir haben es noch erlebt, diesen Kampf zu schaffen. So, du wirst stärker. Du hast den Move-Zauberspruch gelernt, was? Okay. Was kann Move? Die Übersetzung ist wirklich merkwürdig. Ich sag's dir immer wieder. Also, welches Team auch für die deutsche Übersetzung dieses Spiels damals zuständig war, die hatten wohl noch nicht viel Ahnung, was Übersetzungen angeht, beziehungsweise haben sie nicht viel darüber nachgedacht, was die da übersetzen. Wie es bei vielen Spielen damals halt der Fall war, leider. Man hört den Baum flüstern. Prinz Theo, ich habe es wirklich gesehen. Ein gewaltiges Baummonster hat auf dem Platz herumgetobt. Es hat sich mit Gewalt etwas von der Taube genommen. Das aussah wie ein Schlüssel. Oh, diesen Schlüssel brauchen wir. Ganz dringend. Aber das Problem ist, ich habe nur noch eine Droge und bin am Überlegen, wie ich das gleich überleben soll. Wenn jetzt noch ein Kampf kommt, bin ich bald tot. Man hört den Baum flüstern. Prinz Theo, deine Mutter, die Königin Remi, war eine sehr, sehr liebenswürdige Dame. Sie bewahrte den Rosenkranz aus Rubin, der ihr geschickt wurde, sehr sorgfältig auf. Okay, ein Rosenkranz also.
Wir haben jetzt sehr viele Wege, die wir gehen können. Es wird schon ein bisschen labyrinthmäßig, aber am Anfang geht's noch, meiner Meinung nach. Prinz Theo, du kennst die Legende von dem Kämpfer Polyak, nicht wahr? Er war ein tapferer Polyak, der von der Finsternis besiegt wurde. Er starb später an einer geheimnisvollen Krankheit, aber er hat sich trotzdem noch um sein Land gekümmert und beobachtete von Himmel aus auch, wie König Hennessy das Siegel der Finsternis auch aus Versehen brach. Dies brachte tiefe Trauer über Polyak. Seine Tränen fielen für eine lange Zeit wie Ringe auf den Wald. Durchnässt von den Regen, Tränen sympathisieren wir mit den Trauernden. Sein Grabstein steht in den Außenbereich von Martels Gebiet. Du solltest ihn einmal aufsuchen. Ja, aber erstmal hinkommen. Okay, hier können wir reingehen. Waffenladen, sehr schön. Du bist im Waffenladen. Wir haben nur 8 Gold. Was kriegen wir dafür? Emma. Das ist also eine Art Tante-Emma-Laden. Okay, wissen wir Bescheid. Aber ich will mich erstmal im Laden umsehen. Im Laden werden die verschiedensten Dinge zum Verkauf angeboten. Wer wird denn das wohl kaufen? Alles wohl kaufen? Wie wär's mit dir? Ja, wir sind ja auch der Einzige, der hier herumwandert. Also bleibt ja kein anderer übrig. Aber gut, mal gucken, was du überhaupt alles hast. Ich gucke mir erstmal die Emma an. Emma beginnt zu dir zu sprechen. Willst du etwas kaufen? Ja, was hast du? Weizen, Gerste, Droge oder Silber? Wozu brauchen wir Silber? Ich meine, wir haben Gold. Das ist viel wertvoller, also. Diese Emma muss ich nicht verstehen, aber ich nehme mal Weizen. Wir bezahlen mit 5 Gold und bekommen Brot. Ach so. Okay. Es ist ein bisschen merkwürdig übersetzt. Ich sag's immer wieder. Willst du sonst noch etwas kaufen? Nee, danke. Ich denke, was reicht erstmal. Mehr Geld habe ich nicht. Mit 3 Gold kann ich dich nicht glücklich machen. Tut mir leid, ich gehe erstmal wieder. Setzen wir unsere Reise fort und schauen wir mal nach oben. Was haben die Bäume denn hier zu sagen? Prinz Theo, weißt du, dass das Schloss deines Landes unter diesem Wald verborgen liegt? Das interessiert mich nicht. Ich werde immer ein Baum sein und nie wieder ein Mensch. Ja, danke für die Hilfe. Gut, Baum, was habt ihr? Man hört den Baum flüstern. In Martels Gebiet gibt es eine heilige Stätte, wo wir Inspiration finden. Vor sehr langer Zeit kam die Frau aus dem Waldladen hierher. Okay, was hat sie gesucht? Oh, hier ist ein Baum. Schauen wir uns erstmal den Platz hier an. Der Platz ist vollkommen ruhig. Aus unbekannten Gründen bekommst du eine Gänsehaut. Das liegt vielleicht an diesem komischen Baum? Der Baum ist aber wirklich riesig groß. Allein das Aufschauen bis zu seiner Spitze verursacht dir Nackenschmerzen. Okay, so groß. Gut, ich würde sagen, ich esse erstmal wieder ein Stück Brot. Du bist um 21 Punkte gesünder geworden. Warum auch nicht? So, was passiert, wenn ich jetzt den Baum haue? Gong! Trent greift dich urplötzlich an. Jetzt haben wir einen Bosskampf sozusagen am Hals. So, dann wollen wir doch mal gucken, was Move bringt. Trent greift an. Trent hat Gido Bob gebraucht. Was ist Gido Bob? Okay, meine Aktivität nimmt uns 6 Punkte ab. Und seine nimmt uns 6 Punkte zu. Okay, das ist nicht gut. Und die Ausdauer sinkt auch. Na geil. Gut, was passiert, wenn wir jetzt Move benutzen? Genau in dem Augenblick taucht ein Feuerball auf und fliegt auf Trent zu. Und 15 Punkte Schaden haben wir hinzugefügt. Sozusagen ist diese Magie nicht schlecht für diesen Boss. Aber warum auch immer es Move genannt wird. Ich hoffe, dass irgendeiner von euch die deutsche Anleitung dieses Spiels besitzt. Und mir sagen kann, ob da drin steht, was diese Magie alle heißen. Beziehungsweise bedeuten sollen. Ich wüsste schon gerne, was die Übersetzer sich dabei gedacht haben. Gut, versuchen wir unser Glück mit Feuer durchzugehen. Jetzt machst du Gido ab. Oder Gidope.
Okay, jetzt macht er uns schwächer. Solange das aber auf die Magie nichts auswirkt, ist das noch in Ordnung. 22 Punkte, gut. Ich denke mal, diesen Baum können wir zu Kleinholz verarbeiten. Geh du raff. Achso, du kriegst 4 Punkte Gesundheit wieder. Nicht schlimm, weil 4 Punkte, ich mach dir sowieso wieder 20 Schaden oder so. Wir verbrennen ihn. Und das war der erste Boss. In dieser Schlacht hast du 9 Punkte Erfahrung gesammelt. Für einen einfachen Baum. Hilfe! Ich war böse! In Zukunft werde ich nur noch gut sein. Bitte, keine Foltern mehr! Ja, tut mir leid, dass ich dich verbrannt habe. Während er großer Tränen weint, gibt Trent dir Martels Schlüssel. Du bekommst einen Key M. Da fehlt dir der Platz, um Schlüssel ausschreiben zu können. Gut, jetzt haben wir Martels Schlüssel. Wir waren ja schon bei dem Tor. Also gehen wir mal dahin zurück. Wir können jetzt noch weiter mit den Bäumen reden, aber das belassen wir jetzt einfach mal. Ich will euch schließlich noch ein bisschen was von diesem Spiel zeigen. Den ersten Boss haben wir ja besiegt. Und ich will euch zumindest noch zeigen, was passiert, wenn wir hinter, ja, den ersten Tor gehen. Aber erstmal haben wir einen neuen Boss, einen neuen Gegner, meine ich. Ein Skeleton. Gut, du bist genauso schwach wie die Kugas. Das ist zum Glück noch ganz angenehm. Aber ich gehe davon aus, wenn man wirklich spätere Gegner hat, die deutlich schwieriger sind, wird das doch etwas anstrengender. Na komm her, Kuga. Ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man wirklich sich, ja, sag ich mal, wo man sich sehr gut reinversetzen kann. Also ich sag mal, es ist wirklich eine interaktive Geschichte, in die man sich reinsaugen lassen kann. Quasi so wie ein Buch, nur interaktiv und ja. Es ist schon wirklich ein Spiel, was für Leute wirklich bestens geeignet sind, die wirklich gerne in Geschichten eintauchen. Auch wenn es eine sehr simple Geschichte ist, aber doch, man kann sagen, es ist schon sehr interessant gemacht. Ist zumindest meine Meinung. Klar, es ist halt sehr altbacken und wahrscheinlich auch ein Spiel, was nicht jeder Mann heutzutage zusagen würde. Aber naja, so, wollen wir doch mal die Tür aufschließen. Du hast den Key M gebraucht. Klick. Geschafft. Es ist aufgeschlossen. Martins Tor ist offen. Da taucht ein Feind auf. Ach scheiße, ich habe das Vieh jetzt aus der Tür gelassen. Merkt euch, liebe Leute. Öffnet nie eine Tür, wenn ihr nicht wisst, was dahinter lauert. Das hat mir Resident Evil einige Male gut gelehrt. Du betrittst das Land, in dem Martel lebt. Schön. Und was kann ich jetzt? Hier ist noch mein Tor. Auf dieser Seite des Tors gibt es kein Schlüsselloch. Gut, dann versuchen wir doch mal dieses Tor aufzumachen. Du öffnest das Tor. Okay. Ich will mal behaupten, das war jetzt das Tor, was ich geöffnet habe, weil damit will ich zurückkommen. Okay. Gehen wir mal zum nächsten Gegner. Gut. Nimm das. Ich kriege dich auch noch Platz, Skeleton. Ob wir doch noch das nächste Level abkriegen? Ich weiß es nicht. Ich könnte theoretisch auch noch Warp machen. Hier gibt es noch mehr Abzweigungen. Und das nächste Haus, M-Haus. Was? Als du den Raum betrittst, schaut dich ein hagerer Mann an. Okay. Ist das Martel? Martel beginnt zu dir zu sprechen. Okay, er ist tatsächlich so. Es ist ein Mann. Nicht ein Weib, wie ich erst dachte. Bist du nicht etwas unhöflich, mich in so fragender Weise anzustarren? Versuche nicht, mich für dumm zu verkaufen. Versuch's noch einmal, wenn du größer bist. Das werde ich in diesem Spiel wahrscheinlich nicht erleben. Was sagt denn die Taube? Die Taube spricht. Oh, wir können mit Tauben reden. Gurgel. Okay, ich wollte schon sagen. Okay, alles klar. Ich bin eine Brieftaube, die Briefe zu Martel bringt. Martel ist ein bisschen schwierig, aber intelligent und herzlich. Kann ich dich aufmachen?
Go, 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 go! Es ist fürchterlich! Okay, was passiert, wenn ich Martel öffne? Das kitzelt! Um Himmels Willen, zu Hilfe, bitte! Hilfe! Okay. Was hast du mit mir gemacht? Du bist scheußlich! Sollte ich dieses Video als ab 18 kennzeichnen? Ich bekomme langsam das Gefühl, es ist schwierig. Ei, und das Spiel hat damals, glaube ich, keine Alterseinstufung bekommen, oder? Wie dem auch sei, bei dir kann ich sonst nichts weiter machen, oder? Hast du noch irgendwas Interessantes? In diesem Zimmer stehen stapelweise schwierig aussehende Bücher. Gut, ich gehe raus. Och nö, nicht noch ein Feind. Geh weg. Ich muss weiter, ich muss die Welt retten. Ich brauche das Schwert der Hoffnung, was mir hilft, diese Welt zu retten. Nach oben. Hier ist die Kirche. Okay. Was ist mit der Tür? Es geht nicht auf und es gibt ja auch kein Schlüsselloch. Es muss unter großem Kraftaufwand verschlossen worden sein. Okay. Versuchen wir es mit den Fäusten. Du klopfst. Du klopfst noch einmal. Aber es gibt keine Antwort. Okay. Ich denke mal, wir stehen an dem Punkt, wo es nicht so einfach weitergeht. Was werden wir befragen? Einmal die Bäume und hier ist ein Stein? Erstmal die Bäume. Oh, Prinz Theo. Hast du nicht davon gehört, dass man in der heiligen Stätte Inspiration sucht? Verfügst du über irgendwelche Zauberkräfte? Selbst ein Baby weiß, dass es mit Zauberkraft geht. Ich hab Muff. Reicht dir das? Also Muff ist schon ein interessanter Name für einen Zauberspruch. Da finde ich die Zaubersprüche in Dragon Quest noch angenehm. Und wir werden wieder stärker. Du hast den Ramate-Zauberspruch gelernt. Gut, den werden wir uns auf jeden Fall auch noch ansehen. Aber ich will mir auch noch den Stein hier ansehen. Der Kies ist mit Goldklumpen vermischt. Dies ist doch sicher nur ein Traum, nicht wahr? Ein sehr weicher Teppich. Okay. Was hat ein Teppich mit Gold zu tun? Was passiert, wenn wir den Stein aufmachen? Es will nicht aufgehen. Draufhauen? Du schlägst darauf. Nichts passiert. Schade. Ach nö, noch mehr Feinde. Jetzt werde ich von Feinden hier umzingelt. Aber es sind zum Glück nur Kugas. Die kriegen wir schnell kaputt. Aber trotzdem haben wir das Problem, dass wir jetzt nicht wissen, wie es weitergeht. Gula lebt im Wald, hinter diesem Tor. So viel wissen wir auch. Da taucht ein Feind auf. Ach nö. Wir lassen nicht zu, dass diese Kugas uns platt machen. Also ein Game Over werden wir nicht mehr erleben. Am Anfang ist es schon recht schwer. Man sollte wirklich schon das gute Glück haben, dass die Kämpfe nicht so gemein werden am Anfang. Ihr seht schon, mit Level 3 hat man auf jeden Fall gegen diese Gegner keine Probleme mehr. Ich wollte mir noch die Bäume hier ansehen. Man hört den Baum flüstern. Die Stimme ist so leise, dass du nichts verstehen kannst, was sie sagt. Dann geh doch nie heran, Theo! Gut, ich denke mal... Ah, so erfahren wir, wie viele Erfahrungspunkte wir brauchen. Mit Kraft. Oh, jetzt haben wir mal eine Doppelgegnergruppe, wo jetzt mal zwei unterschiedliche Gegner sind. Ich mach mal Autokampf. Lassen wir die beiden einfach mal kämpfen. Wir werden sowieso in diesen Kampf als Sieger vorgehen. Aber ich glaube, das war auch wirklich so das Weiteste, was ich von diesem Spiel bisher gesehen habe. Man muss auf jeden Fall sehr viel erkunden, um halt Sachen zu erfahren und Sachen zu finden. Also es ist ein Spiel, wo man auch lange dran sitzen kann, wenn man halt es noch nicht kennt. So, jetzt wollte ich aber nochmal gucken. Hier sind jetzt nur diese beiden Wege noch. Hier ist das Tor und das kriege ich ja nicht auf.
Selbst mit den Schlüsseln nicht, oder? Du hast den Key M gebraucht. Es gibt kein Schlüsselloch. Moment. So, ich musste gerade einen kurzen Schnitt machen. Deswegen sorry an dieser Stelle. Ja, wenn es hier kein Schlüsselloch gibt, dann hilft doch nur hohe Gewalt eigentlich. Aber irgendwie... Wenn wir klopfen, haben wir keine Chance. Und Gewalt bringt nichts. Wir können die Tür theoretisch aufbrennen. Aber das will der gute Theo nicht machen. Dann bleibt uns nicht viel Option, außer dass wir nochmal zu Martell gehen. Was passiert, wenn wir dich hauen? Gong. Was hast du getan? Das hat weh. Ja, wer hätte es gedacht? Die Taube? Gong. Gong, 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 gong. Es ist fürchterlich. Okay, da kommt dasselbe. Ja, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie wir weiterkommen. Ich würde aber auch sagen, das reicht so, um einen kleinen Einblick in dieses Spiel zu bekommen. Wenn euch dieses Spiel interessiert, könnt ihr euch ja selber mal dran wagen. Das ist auf jeden Fall auch eines der Spiele, die mittlerweile recht günstig zu kriegen sind. Und auf jeden Fall auch durchaus interessant, wenn man solche Spiele mag, wohl bemerkt. Na gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen, war es das von diesem Part? Okay, ich will das nicht mit deinem Kampf beenden. Deswegen sage ich einfach mal, verabschiede mich in diesem, ja, bei diesem Spiel. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Spiel aus meiner Vergangenheit. Let's Play oder was auch immer wieder. Ich hoffe, euch hat dieser Einblick in dieses Spiel gefallen. Und wir werden sehen, was als nächstes kommen wird. Deswegen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.